Wie kannst du in einer bedeutungslosen Welt eine Funktion erfüllen, die der Macht deines Geistes gerecht wird? Das schauen wir uns in dieser Lektion an und weil wir nicht über etwas sprechen können, gehen wir in die direkte Erfahrung davon. Hey ihr Lieben, willkommen zurück auf diesem Kanal. Mein Name ist Andreas. Ich freue mich, dass du mich hier besuchen kommst und wir hier in eine Idee einsteigen. Und vielleicht ist dir dieser Punkt bekannt, dieser Punkt in deinem Geistestraining, wo dir gezeigt wird, hier gibt es einen heiligen Augenblick, hier gibt es den heiligen Augenblick. Und du bist eingeladen, ihn zu betreten, aber du trittst nicht darin ein, damit sozusagen alles Bekannte da sein kann, sondern du trittst in diesen heiligen Augenblick ein, damit etwas Neues erfahren wird, damit dein Geist von dir erfahren wird als lernbereit, als offen für seine gegenwärtige Instruktion. Und ich möchte dir für dein Vertrauen in diesen Kanal und meine Arbeit danken, denn das hier ist mein eigenes Lernen und Lehren. So wie ich es gegenwärtig gerade in mir erfahre. Und als Schirmherr sozusagen, als alles umspannende und umfassende Fokussierung dient der Kurs im Wundern und die Tageslektion heute mit 236. Der Kurs im Wundern ist im Greuthof Verlag erschienen, möchte ich an dieser Stelle betonen. Also wenn wir zusammen hier sind, wenn du und ich und das gesamte Universum in Verbindung hier sind, dann möchte ich doch diesen Moment nicht mit Quatsch verbringen. Denn alle Zeit wird mit Quatsch verbracht. Aber dieser Moment, der steht offen für meine Entscheidung, für deine Entscheidung. Wozu soll dieser Moment dienen? Womit möchte ich die Macht meines Geistes bedienen? Mit einem Denksystem, das auf Trennung basiert oder mit einem Denksystem, das mich aus der Trennung herausführt. Und wir sind schon viele Male an diesem Punkt gewesen und sind immer wieder hier, weil die Erlösung ein Gedanke ist, der unendlich ist. Also hey, lass deine Freunde reinkommen, lass deine Verwandten reinkommen, lass alle die hereinkommen, an die du dich nicht mehr erinnerst. Und lass all die hereinkommen, die du noch nicht getroffen hast. Sie sind alle hier. Und deswegen ist das hier eine heilige Begegnung. Und ich danke dir dafür. Wir begegnen uns immer auf Augenhöhe, weil wir in der Schöpfung auf der gleichen Ebene sind. Der Einzige, der über uns ist, ist Gott. Und nichts ist unter uns, sondern wir dehnen uns aus durch unsere eigenen Schöpfungen. Das ergibt in Wahrnehmung überhaupt keinen Sinn. Aber was in Wahrnehmung wichtig ist oder in dem Klassenzimmer, das wir Wahrnehmung nennen, ist, dass ich mir selbst begegne. Du begegnest dir selbst. Ich bin du selbst. Da ist kein anderer. Und da ist schon gar nicht ein anderer da draußen. Also gehen wir in einen Moment von Reflexion. Wir gehen in einen Moment, in dem du okay damit bist, dass die Lichtreflexion deines Geistes sich hier fokussieren, dass du dich nicht verstreust in Bilder, dich nicht verstreust in deine eigenen Gedankenbilder, Assoziationen, also träumst, sondern dass du hier erwachst aus dem Traum. Darum dreht sich's in Raum und Zeit, um nichts anderes dreht sich's hier. Und Lektion 236 unterrichtet uns in der Erlösung auf folgende Art und Weise. Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss. Woanders sagt Jesus, dass mein Geist Herrscher über das Universum ist. Und hier wird betont, dass ich alleinig bestimmen kann und bestimmen muss, wem mein Geist dient, welchem von zwei Denksystemen, die hier scheinbar zur Wahl stehen. Ich habe ein Königreich, über das ich herrschen muss. Zu Zeiten sieht es nicht so aus,
als sei ich überhaupt sein König. Es scheint zu triumphieren über mich und mir zu sagen, was ich denken und was ich tun und führen soll. Und dennoch ist es mir gegeben worden, um dem Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch immer in ihm wahrnehme. Mein Geist kann nur dienen. Mein Geist dient meiner Entscheidung, wozu mein Geist dienen soll. Je nachdem, welchen Sinn und Zweck ich ihm zuschreibe. Heute gebe ich die Dienste dem Heiligen Geist, damit er ihn so verwende, wie er es für richtig hält. So lenke ich meinen Geist. Ja, die Art und Weise, wie ich meinen Geist hier lenke, ist, dass ich sage, diene dem Heiligen Geist. Ja, ich befehlige meinen Geist in seiner Gesamtheit in die Hände Gottes, in die Hände des Heiligen Geistes. Und dann lass uns doch mal sehen, wie er uns gegenwärtig instruiert. Wenn du und ich, wir sind keine Körper, wir sind keine Persönlichkeiten, wenn du und ich uns entschieden haben, hier in diesem Moment, danke dafür, wow, das sind neue Reflexionen. Danke. Ja, du hast das schon getan, worüber ich gerade sprechen wollte. Du warst schneller als meine Worte. Und darin löst sich der Schleier und darin löst sich unsere Idee davon, dass wir getrennt sind oder dass hier irgendwas verschleiert sein könnte. Aber lass mich noch weiter lesen. Lass uns noch zusammen weiter hören. So lenke ich meinen Geist, über welchen ich allein herrschen kann. Und also lasse ich ihn frei, damit er Gottes Willen tue. Vater, mein Geist ist für deine Gedanken offen und für jeden Gedanken verschlossen, der nicht der deine ist. Ich herrsche über meinen Geist und biete ihn dir an. Nimm meine Gabe an, denn sie ist die deinige an mich. Nimm meine Gabe an, denn sie ist die deinige an dich. Die deinige an mich. Wow, danke. Und heute Abend war ich auf einem Treffen, auf einem Vereinstreffen, einem Verein, der alle anderen Vereine einlädt, zusammen zu diskutieren und sich aktuelle Fragen und Probleme anzuschauen, die es in den Vereinen gibt. Und kurioserweise bin ich in diese Rolle reingeführt worden und sitze da als in der Rolle des ersten Vorsitzenden für einen Sozialverein. Und was sich durchweg zieht auf oberflächlicher Ebene, ist, es gibt Probleme. Es gibt immer Probleme. Als Mensch hast du immer Probleme. Und sowohl privat als auch in Organisationen als auch kollektiv. Die Welt wurde gemacht, um ein Problem darzustellen, was nicht gelöst werden kann. Also überall das Gleiche in Grün. Aber was wir hier bekommen, sind Reflexionen davon, dass wir hier unser Problem nicht lösen können. Und das war durchgängig auf diesem Treffen zu sehen. Das Problem, was wir zu glauben zu haben, ist nicht lösbar. Aber, und das wird so nicht kommuniziert, aber es ist der kleinste gemeinsame Nenner in Raum und Zeit. Aber was sehr viel mehr und in Wahrheit dahinter liegt, ist, es ist einfach eine Wertschätzung füreinander da. Eine Wertschätzung, um nicht zu sagen, Liebe. Liebe und Zuneigung und Zuwendung überwinden immer alle Barrieren. Und darin werden auch für Raum und Zeit praktische Lösungen gefunden. Ja, zum Beispiel hat der Skat Club nach einer Räumlichkeit gesucht und hat aus eigenen Bemühungen nichts gefunden. Und jetzt hat er Empfehlungen und Inspiration bekommen, wo er vielleicht doch zu Hause sein könnte. Und das Wichtige dabei ist, dass
Wenn ich mein altes Denksystem wähle, wenn ich nach privaten Zielen suche, werde ich nirgendwo Hoffnung finden. Aber wenn ich weiß, ich bin hier, um zu dienen, mein Geist ist nur hier, um zu dienen, dann geht es nicht um mich allein, sondern da geht es darum, was ich nur empfangen kann, wenn ich es mit allen teile. Und das ist die Einladung zur universalen Inspiration. Jesus spricht über diese universale Inspiration im Kurs und sagt, er musste lernen und ganz besonders und vor allem lernen, dass universale Inspiration für jeden ist. Und vielleicht hast du es mitbekommen, das Urlaubsretreat in der Türkei hat diesen Titel, universale Inspiration. Und obwohl der Titel vielleicht täuschen mag von wegen Urlaubsretreat, ist das eine Gelegenheit, dich wirklich intensiv in diese Idee zu begeben. Gerade eben hatte ich ein Meeting mit den Teilnehmern. Wir sind zu dritt zurzeit und wir haben noch Platz für 9 weitere Teilnehmer. Und es schälte sich heraus, dass das, was draufsteht, wirklich drin ist. Es geht um das Platzmachen für die universale Inspiration. Okay, nebenher wird auch Urlaub stattfinden. Es wird alles Mögliche passieren, was man im Urlaub macht. Ja, es wird Zeit für Strand geben, es wird Zeit für Rückzug geben, für Geselligkeit, für Souvenirs, für Schnorcheln, für alles Mögliche. Für eine Nacht unter den Sternen in der Ägäis. Aber was ist das, wenn ich private Ziele verfolge? Es ist nichts. Es ist ein Bild, das so ausgewechselt werden kann wie jedes andere. Aber wenn ich sage, hey, ich bin wirklich hier, um mich intensiv mit dieser Idee auseinanderzusetzen und universale Inspiration in meinem Geist wirklich auferstehen zu lassen, so wie Jesus es anbietet, dann bin ich in einem Moment, in dem es um eine andere Qualität geht, den wir hier miteinander teilen. Dann geht es darum, dass mein Geist der universalen Inspiration dient. Ja, und ich bin derjenige, der darüber bestimmt, weil es kein anderer kann. Niemand kann über meinen Geist bestimmen, niemand kann über deinen Geist bestimmen. Danke für diesen Moment. Wir haben immer gelehrt, außerhalb von Raum und Zeit gibt es einen Satelliten, der kommuniziert. Es gibt eine Lichtverbindung, ein Portal, zu dem du Zugang hast. Und das ist jetzt so. Ja, wir sagen, das ist die Erinnerung an die Liebe. Das ist die Liebe, die dich ruft, die dich aus den Träumen herausruft. Und ich segne dich mit dieser Liebe. Danke dir für deine Bereitwilligkeit, deinen Geist zu trainieren und hier in diesem Moment eine neue Erfahrung von außerhalb von Raum und Zeit zuzulassen. Das hier ist kein Geschwafel, das ist eine tatsächliche Einladung. Herr Christus, danke für dein Erwachen. Wir sehen uns buchstäblich jetzt. Danke für dich.